jeder von uns, glaube ich, hat so etwas wie einen, ich nenne das immer temporären Lieblingswhisky, also einen Whisky, den man über einen bestimmten Zeitraum allen anderen, die man offen hat, vorzieht. Und bei mir ist das momentan einer, der kommt von der Isle of Mull aus der Destillerie Tobermory. Und das ist ein 25-jähriger Tobermory, rein aus dem Bourbonfass, destilliert 1995 und 2020 abgefüllt mit 53,9% für den Eye for Spirits Whisky Club. Der ist für mich momentan so der Inbegriff dessen, was ich am Whisky schätze, nämlich ein reines Bourbonfass, in dem sich die Reifung durch das Holz und die Reifung des Destillats wunderschön die Waage halten. Man muss mal dazu sagen, dass Tobermory sowieso schon mal eine Destillerie ist, die ganz hervorragende Whiskys produziert, sei es jetzt unter dem Namen Tobermory oder dann, wenn rauchig produziert wird, unter dem Namen Legique. Der hier ist eine Wucht, ein Genuss mit wunderbar dichten Noten schon in den Nasen, sehr süß, malzig, fast nussig und im Gaumen macht er auf und wird total breit, füllt den Mund aus und gibt ein wirklich befriedigendes Trinkgefühl. Der Whisky, der ist trotz seiner 53,9% unglaublich mild. Es gibt ganz wenige Tage, wo er mir ein bisschen zu scharf ist und das liegt dann meistens daran, dass ich irgendwas Scharfes gegessen habe, aber ansonsten kann man den zu jeder Gelegenheit ohne Wasserverdünnung wunderschön genießen. Angeblich gibt es von dem noch ein paar Flaschen. Man muss sich ein bisschen umschauen, um sie bekommen zu können. Wenn Sie also so einen älteren Tobermory gerne haben wollen und probieren wollen, er kostet, glaube ich, ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, etwas unter 200 Euro, ist also durchaus in einem leistbaren Bereich für einen Whisky mit dieser Altersklasse. Den kann ich nur Ihnen wärmstens ans Herz legen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Sláinte.